Rose Fröhlich, echter Patientenfall, was ist eine Portion Kartoffeln? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Denkt dran, ihr Leben für den Content Plus weg und abonniert gerne, je nachdem, wo ihr mich seht auf den Kanälen. Aber zurück zum Patientenfall. Ich hatte eine ganz junge Dame in der Praxis, die die Fragestellung mitgebracht hat, was überhaupt eine Portion Beilagen sind. Und in diesem Falle ging es tatsächlich um die Kartoffel. Es ist so, dass Kartoffeln einfach in den Portionsmengen in der Regel mit der Hand definiert werden. Das heißt, man kann die Hand wie eine Schale formen und dann würde man sagen, dass die Menge eine Handschale voll gekochte Ware ist, in diesem Falle die Kartoffel. Oder wenn ihr euch vorstellt, ihr habt eine Backkartoffel, dann ist die Backkartoffel ungefähr die Portionsgröße. Es ist so, häufig werde ich ja gefragt, wie ist die Portionsmenge? Wenn ich kleinere Kartoffeln habe, sagt man immer so 2, 3 Kartoffeln. Wenn die Ei groß sind, ist das ungefähr die Menge für eine Portion. Das heißt, bei Reis und Nudeln ist das ähnlich, dass man eine Handschale voll gekochte Ware nutzt und der Hintergrund ist, dass eben die Kartoffel, Reis oder Nudeln, und in diesem Falle die Kartoffel, ja dann kombiniert wird auch. Man isst sie ja nicht alleine unbedingt, sondern es kommt ein bisschen Eiweißquelle dazu, wie ein Quark zum Beispiel. Es kommt und sollte mindestens 2 Hände voll mit, also Handschalen voll mit gekochten Gemüse oder rohes Gemüse, Salat oder sowas dazu. Und wer will, kann natürlich gerne auch Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei dazu essen oder eben mehr Gemüse, je nachdem, wie ihr da unterwegs seid. Das heißt, die Eiweißquelle darf natürlich auch was wie Tofu, Soja oder Ersatzgeschichten sein. Das könnt ihr frei wählen. Aber also eine Handschale voll gekochte Ware ist die Portionsmenge für Kartoffeln. Ihr Lieben, wenn ihr mehr zu den Portionsmengen wissen wollt, könnt ihr gerne schauen. Es gibt schon Videos auch nochmal über die Gesamtmengen, was ist das Ernährungsmaß überhaupt. Und ja, ihr Lieben, denkt dran, Plus weg, abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und ja, danke, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ganz liebe Grüße!